Moin YouTube. Könnt ihr mich überhaupt sehen? Ich glaube, es ist Zeit für ein Licht-Upgrade. Hm? So ist besser, um damit nochmal zu sagen, Moin YouTube. Heute soll es um diesen wunderbaren Tabak gehen, wie man schon in der Überschrift gesehen hat. Den Winslöw, Paul Winslöw of Denmark Nummer 1. Ein Tabak, den es schon ziemlich lange in der Pfeifenraucherwelt gibt, zumindest meinem Empfinden nach. Ich hatte den tatsächlich, glaube ich, noch nie bestellt. Ich habe ihn jetzt zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Das ist das Schöne, auch wenn manche Leute es einfach nicht verstehen. Einfach einen Tabak kaufen, solange man nicht sagt, ich mag einen speziellen Tabak nicht. Einfach irgendeinen Tabak kaufen für jemanden, der Pfeife raucht, er freut sich. Ja, und wenn er den noch nie hatte und er schmeckt scheiße, weiß er, den brauche ich mir nicht kaufen. Und wenn er ihn noch nicht hatte und er schmeckt toll, Jackpot. Ne? Also, na gut. Der Paul Winslöw of Denmark Nummer 1. Ein Aromat. Vanille, Kokos, Pflaume und Rum. Man könnte meinen, er möchte eigentlich alles und kann nichts. Aber wenn du die Dose aufmachst, Tabakbild. Wenn du die Dose aufmachst und ein bisschen wartest, ne, muss ich verziehen. Pfeife geht wieder aus. Dann riecht es herrlich süß, nussig, holzig, wobei ich mich frage, wo das herkommt. Vermutlich vom, nämlich Burley, Black Cavendish und Virginia. Standardmischung eigentlich, was Aromaten betrifft. Wie gesagt, die Rauchprobe direkt aus der Dose. Mhm. Machen wir es lieber so. Deshalb trage ich es euch ja hinten gerne, weißt du? Die Rauchprobe direkt aus der Dose lässt erahnen, dass er schön weich ist. Und genau das ist er auch. Also ich war extrem angenehm überrascht. Die Dose ist auch fast alle. Es ist schon ein äußerst angenehmer Tabak. Und großer Vorteil, die Raumnote ist auch angenehm. Wobei die auch variiert von Person zu Person und von würde ich sagen, Tagesform zu Tagesform. Genauso wie das mit dem Geschmack ist. Wenn man ihn nämlich anzündet, dann schmeckt er immer, zumindest mir, anders. Also jetzt nicht auch noch ein ganz anderes Aroma drin, aber manchmal merkst du die Pflaume daraus, diese Fruchtigkeit. Im Hintergrund manchmal Kokosvanille. Und manchmal ist Vanille ganz prägnant. Und Kokos und Pflaume spielen so mit. Rum, ja, vielleicht im Unterton, wenn man es weiß. Da bin ich mir nicht sicher. Bei der Rauchprobe kann man sich einbilden, man riecht rum, wenn man, ne, dieses, wisst ihr, was ich meine? Ein Tabak, der sich wirklich gut stopfen lässt, direkt aus der Dose, zumindest bei meiner. Ob das bei allen so ist, weiß ich nicht, aber soweit ich von Winslöw Tabaken informiert bin, sind die fast immer gut gewesen, zumindest von der Konditionierung her. Gut, geschmacklich muss jeder selber entscheiden. Wie gesagt, wenn ich hier meine Meinung dazu äußere, heißt das nicht, dass der Tabak schlecht ist. Wenn er wirklich schlecht ist, dann würde ich halt auch sagen, das ist nicht meine Meinung oder das ist zwar meine Meinung, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass er schlecht ist. Hatte ich glücklicherweise, glaube ich, noch nicht, außer bei. Nee, ich weiß es jetzt nicht mehr und ich will keinen falschen Namen nennen. Gut, um da nochmal drauf zurückzukommen. Übrigens, eine Werbung, eine Red Race Distillery, ich glaube, das war die Nummer 107. Ich mache mal Bilder. Hier und dort. Na, könnt ihr mal ein bisschen näher betrachten. Ein äußerst angenehmes kleines Pfeifchen für zwischendrin, sage ich jetzt mal. Kann man machen. Ich weiß gar nicht genau, was die kostet. Pfeifenshop online. Ich sag mal, heute bestellt, morgen da. Es ist bei vielen so. Bei denen definitiv. Bis dahin, also immer wenn ich da was bestellt habe, keine bezahlte Werbung. Immer wenn ich da was bestellt habe, ich habe es den Abend bestellt um 18 Uhr oder so. Nächsten Tag kriegte ich es. Faszinierend, wie die das machen. Und Chapeau an die Post hier. Gut. Mhm. Müssen wir fangen, sonst geht sie wieder aus. Womit wir bei dem brennen werden. Normalerweise, und wie gesagt, wenn ich ein Video zu Hause mache, geht mir die Pfeife häufig aus, weiß ich nicht warum. Normalerweise kein Problem, diesen Tabak einzubringen. Kleine Pfeifenköpfe von der Schnittbreite her ein bisschen tricky, dass man nicht zu fest stopft, denn wie jeder Aromat verzeiht er das nicht so, wenn man ihn zu heiß raucht. Ne?
Aber ansonsten in die Pfeife gebracht, was relativ einfach ist bei mittelgroßen Füllvolumen, bei großen sowieso kein Problem, brennt er komplett durch. Geschmacklich, wie gesagt, Tagesform abhängig, mal das eine Aroma, mal das andere Aroma. Genauso wie gesagt mit der Raumnote. Meine Frau, das riecht aber nach Kokos. Ihre Freundin, ich rieche mehr Vanille. Es muss tagesformabhängig sein und beides ist ja nicht unangenehm. Ne? Gut, wenn jetzt einer keine Vanille mag und er gerade dieses Aroma riecht, dann ist ja nicht mein Problem. Ne? Muss er sich halt irgendwo anders hinstellen. Aber es ist geschmacklich äußerst angenehm. Egal welches Aroma im Vordergrund ist. Was das betrifft, ich habe sehr viele Aromaten in letzter Zeit probiert. Ich will jetzt nicht sagen, der sticht besonders hervor. Er ist solide, er ist gut. Da ist gar keine Frage drum. Vielleicht bestelle ich ihn mir irgendwann nochmal mit, wenn er mir aus Zufall in die Hände fällt beim Durchscrollen da. Weil es ist kein Reinfall gewesen. Es ist ein äußerst angenehmer Geschmack, auch wie gesagt, wenn mir die Pfeife zu Hause so oft ausgeht, wenn ich ein Video mache. Das passiert mir sonst normalerweise nicht. Und vor allen Dingen, das hatte ich ja auch mal unter einem Video stehen. Das kann passieren, ich weiß, das habe ich ja oft genug erwähnt. Nur es ist blöd, wenn ich vorher sage, der Tabak brennt ohne Probleme durch und dann geht mir die Pfeife ständig aus. Das ist aber zu Hause so, ich kann es nicht ändern. Ich würde sagen, ein angenehmes Kokosaroma gerade. Pflaume im Hintergrund. Tabak hingegen musst du suchen. Upper Hälfte ungefähr würde ich mir einbilden, Burley, Virginia. Bisschen zu spüren. Nicht, dass der Tabak leicht wäre. Ich tue mich schwer damit zu sagen, der Tabak ist schwer, der Tabak ist leicht. Gut, der Irish Flake von Peterson, glaube ich, da braucht man nicht drüber reden. Der ist stark, aber ansonsten kann ich das einfach nicht einschätzen. Ich kann euch nicht sagen, der Tabak ist stark, der Tabak ist leicht. Außerdem ist das ja sowieso verboten. Ne? Es gibt keinen leichten Tabak. Weiß ich noch, wo ich früher Zigaretten kaufen musste für Eltern und sonstige Familienangehörige. Da gab es die noch. Ja, man konnte als Kind zum Kiosk gehen und mit Zigaretten kaufen für 5 Mark die Schachtel. 5 Mark, 2,50 € etwa. West Light oder wie die hießen, ich weiß gar nicht was. Auf jeden Fall gab es da noch diese Bezeichnung. Light und ne, gibt es heute nicht mehr. Gut. Der Grumbo kann nicht anders. Gut. Nun ja. Um wieder zurückzukommen auf den Tabak, ich versuche es ja immer. Ich versuche es immer, aber gut. Es ist, wenn man wirklich, und ich würde ihn einfach sagen, es ist relativ leichter Tabak. Man fällt nicht rein, würde ich sagen. Das ist immer das Problem, wenn man die nur im 100-Gramm-Beutel kriegt. Oder das ist ja jetzt eine Dose. Es ist halt Mist, wenn man sich da, ich weiß gar nicht, was der kostet, 20, 25 Euro ausgibt und man mag ihn nachher nicht. Ne? Aber mir schmeckt er. Ich müsste das nicht sagen, ne? Nur weil es ein Geburtstagsgeschenk war. Aber wie gesagt, mir schmeckt er gut. Es ist ein angenehm zu rauchender Tabak, der sich einfach mal so wegraucht zwischendrin, wenn ich am PC sitze oder so, habe ich den gerne in der Pfeife. Komischerweise rauche ich am PC mehr Pfeifen. Wenn ich Fernsehen gucke, dann könnte ich mir gerne mal Zigarre. Ich weiß nicht, Zigarre und am PC, das passt für mich nicht zusammen. Ist ja auch egal. Wieder, ne, Kronburg hier fokussieren, aber im Grunde genommen war es das schon. Zu diesem Tabak, mehr kann man dazu nicht sagen. Er ist solide. Die Aromen, Vanille, Kokos, Pflaume und Rum sind für mich je nach Tagesform mal prägnanter, mal weniger prägnant. Er raucht sich angenehm weg. Wie gesagt, er wird ab der Hälfte merkst du, dass Tabak drin ist. Und er wird nie so stark, dass du denkst, was habe ich in deiner Pfeife? Bei manchen Aromaten, die so viel wollen, mit diesen vielen verschiedenen Aromen, hat man ein Problem, selbst ich, dass sich einfach zu viel Kondensat bildet. Hier habe ich das überhaupt gar nicht. Also nicht, dass der sich komplett trocken raucht, aber ein bisschen Kondensat bildet sich immer nur. Es zieht sich nicht den Holm hoch. Ne? Also die Kondensatbildung ist absolut tolerabel und
für so viele Aromen, die da drin sind und für den Geschmack und für die Konditionierung absolut top. Ne, wie gesagt, für mich, wenn man diese Aromen mag und einen leichten Tabak möchte, absolut eine Kaufempfehlung. Deshalb habe ich mir übrigens auch Winslow Harlequin gekauft. Den habe ich noch nicht probiert, weil der ganze Schrank ist voll mit ungeöffnetem Tabak, die ich alle noch nicht hatte. Tatsächlich gibt es davon sehr, sehr viele. Und wie gesagt, dieser Schrank hinter mir, der rechts oben, ist komplett bis oben hin voll mit Tabak. Ich würde es aufmachen, aber dann drehe ich mich um und ne, das macht man ja nicht. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, mit dem Licht funktioniert es eher besser. Und wie gesagt, es wird noch ein bisschen umgeräumt hier. Normalerweise hätte ich auch einen Teppich liegen, aber haben so einen Mitbewohner jetzt gekriegt und der pisst dann überall hin. Das wäre jetzt echt ärgerlich, wenn man mir den Teppich hier, wirklich ein schöner Teppich, der hier in dieses Holmes-Zimmer passt, vollpissen würde. Ich glaube, dann müsste ich ihm. Ja, ihr wisst schon, ne? Reicht dann, muss ich. Naja. Gut, so sind sie. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Mal schauen, ob wir nächstes Mal wieder spazieren gehen. Jetzt ist wieder absolutes richtiges Schiedwetter draußen. Ich gehe zwar dann auch gerne spazieren. Wenn es regnet, macht mir das nie was aus. Es sei denn, es sind kleine Hunde. Aber wenn es stürmt und regnet, macht das überhaupt keinen Spaß. Und deshalb mal heute von drin. Können wir gleich mal ausprobieren, wie das Licht funktioniert. Nochmal, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Zuhören und für die Treue. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.